Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist wieder euer Nutoka aufs Brot, hier auf dem Spieleflut-Kanal und ja, hier geht's weiter mit dem Let's Play von Book of Unwritten Tales. Kurze Zusammenfassung, das letzte Mal haben wir hier in diesem, ja, in diesem Gasthaus, wie hieß es denn nochmal, Tanzen der Eber, genau, mussten wir ein paar Leute vom WoW-Spielen quasi abhalten. Zum einen hier diesen Händler oder Krämer und den Zauberer, der normalerweise jetzt hier drin sein sollte, denn den brauchen wir, um ein Magier-Diplom zu bekommen. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Gehen wir mal hier reinschauen, was der uns so sagt. Ein Wetterquarz in einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Homo! Nein, nur Spaß. Oh. Ui. Okay. Ja, sieht ja schon mal interessant aus. Ich weiß gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll. Kann ich dir helfen? Was haben Sie für eine schöne Brille? Ich fang mal freundlich an. Was tragen Sie denn da für eine schöne Brille? Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Sowas gibt's? Freilich. Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen Sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui. Ja, so Dinger gab's doch früher auch mal im Yps-Heft. Nee, oder im Mickey Mouse? Ich glaube, im Mickey Mouse-Heft war sowas öfters drin. Detektivgedöns. So, ich muss ganz dringend zum Erzmagier. Meister Markus. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Ohne ein Magier-Diplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten Sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges! Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Aber ich muss zum Erzmagier. Können Sie mir denn nicht helfen? Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Was haben Sie gegen den Erzmagier? Wahrscheinlich nichts, was hilft. Warum mögen Sie den Erzmagier nicht? Hat er Ihnen was getan? Nein, es ist dünn. Wir kennen uns nur schon verdammt lange. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und er fällt mir auf die Nerven. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger. Sein Idealismus, er sieht immer nur das Gute in allem. Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. So, wie können wir denn Diplom-Magier werden? Schieß mal los. Kann ich das denn? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder? So ist es. Nein, so ist es nicht! Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also, wie kann ich Schüler werden?
Also gut, Herr Gnome. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du drei Dinge. Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus Magie gewirktem Stoff. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Und drittens, einen Haufen Gold. Gold? Einen ganzen Haufen. Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Also schön. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Das hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nie. Ja, der weiß aber auch, wie man einem Zuspruch gibt. Nur fragen wir ihn am besten mal aus. Vielleicht hat er ja sogar noch irgendwas davon. Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte? Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, Kleiner. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbstgeschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt. Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Ja, das hast du ja schon mal gesagt. Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Also ich brauche magiegewirkten Stoff sowie Nadel und Faden. Das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Na gut, so. Und nächstes wäre der Zauberstab. Hast du da was? Kann ich hier in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die? Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Der Stab sucht den Zauberer aus, nicht umgekehrt. Frag mal Jorge den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück. Okay, und wo bekomme ich Gold her? Ich bin ein armer Gnom. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben. Und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht also das? Also Lotto spielen. Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Eine Postkarte? Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Oh, eine magische Postkarte. Gut. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Dann schauen wir uns mal hier um. Erstmal betrachten wir uns hier noch ein paar Sachen in dieser Hütte. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Ich würde ein... Kochnische? Das ist eine Art Kochnische. Es gibt jede Menge Zutaten, die man im Kochtopf zusammenrühren kann. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Wo ist alles die Kochnische? Machen wir eine Tafel? Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Sie ist leer. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Da haben wir noch einen Schultisch. Wie viele junge Menschen hier wohl schon zu Zauberern ausgebildet wurden? 3. Wir haben einen Karton. Ein ranziger Karton mit einigen seltsamen Gegenständen. Die meisten sind ziemlich verstaubt. Meister Markus, was sind denn das für Sachen in diesem Karton?
Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Oh, sehr gut. Sehr gut. Danke. Hier ist eine Nadel und etwas Garn. Tada. Und hier sind 3 kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Mhm. Hm, der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Okay. Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Ah, okay. Kein Fan von Seife? Kristallkugel können wir auch mitnehmen. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Oh Mann, der nimmt doch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. So, dann schauen wir jetzt noch diesen Spiegel an, der in meinen Augen eher aussieht wie ein Portal. Das? Ist das ein Spiegel? Ich kann mich in ihm nur schemenhaft erkennen. Der Rahmen ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche fließt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Der Rahmen ist massiv. So, was haben wir hier sonst noch? Da haben wir noch ein Skelett, das wir übersehen haben, und ein Schafskopf. Dann schauen wir mal. Unter dem Kopf hängt ein Holzschild mit einem Spruch. Das Schaf, der beste Freund des Magiers. Es beschützt uns, es hält uns warm. Mhm. Ui. Schafe sind ein wenig wie Kühe. Kleine, wollige Kühe. Naja, der Vergleich hinkt etwas. Ein geschorenes Schaf, glaube ich. Ja, extremst geschoren. Schafe sind gefährlicher, als man uns glauben machen will. Sie verbergen etwas, sagt Opa. Okay, also eine Schafsverschwörung. Dann verlassen wir mal hier diese Szenerie. Na warte du, du. Oha. Was ist denn da los? Wow, ein Superschurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. So, jetzt werfen wir kurz nochmal hier einen Blick rein, was wir alles im Inventar haben. Also Klebeband, eine Landkarte, magische Nadel und Fadeln, Trank, Trank, Trank und eine Kristallkugel. Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule, Meister Mark. Okay. Ein grüner Trank? Ich habe keine Idee. Ein blauer Trank? Eine Fiole mit einem... Okay, er hat keine Ahnung, was irgendwas da so wie der Faden glitzert und die Nadel schimmert, dürfte genau, was ich brauche, um meine... Jawohl, dann schwätzen wir doch mal hier mit dem Krämer. Vielleicht hat er einen Zauberstab. Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Zauberstab? Ich bräuchte einen Zauberstab. Haben Sie welche vorrätig? Natürlich. Ich habe die größte Auswahl an Zauberstäben weit und breit. Hervorragend! Sehr gut. Aber du weißt, Zauberstäbe müssen zum Zauberer passen. Er müsste also schon selbst vorbeikommen und die Stäbe ausprobieren. Ich bin der Zauberer. Bald. Du? Der war gut. Ich meine es ernst. Ja, ich habe keine Zeit für Kinderkram. Aber ich brauche einen Zauberstab, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn es dann sein muss, komm her. Hier, wedel mal damit in der Luft herum. Oh ja, klappt. Probier diesen. Besteht aus 5,25 Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. Das sieht genauso aus wie der andere. Das kann jetzt lange dauern. Ich hab genug, mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen.
Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Danke für Ihre Hilfe. Ja, aber vielleicht hat er ja Wolle. Ey. Ja, noch nicht fertig. Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ja. Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich möchte Wolle. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ballen magiegewirkten Stoff. Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jep, habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Ein Schenkel? Wie viel ist das? Gut 2 Zwergenfuß oder 1,5 Taurenellen. 3/8 Gnom, wenn du so willst. Hä? Aha. Und wie viel Schenkel sind auf dem Ballen? Etwa 1/4 Seefelsruten. Das sind etwa 2,5 Klafter, oder? Das würde reichen. Ja. Mir kommt das ganz schön teuer vor. Die Preise sind nun mal gestiegen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel magiegewirkter Stoff benötigt wird, um einen Krieg zu führen. War ein Bombengeschäft. Ich bräuchte Magie. Yep. Ja. Ich hab aber nicht so viel. So viel Gold habe ich leider nicht. Tja, kein Gold, keine Ware. Ach, du bist doch ein Penner. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Ich bringe Ihnen die Maske des Königs der Diebe und darf mir dafür 3 Sachen aus Ihrem Sortiment aussuchen? So sieht es aus. Wenn du es nicht schaffst, werde ich Söldner anholen. Ah ja, genau. Ich muss weiter. Wenn es sein muss. Genau, diese Ratte sollte doch von uns getötet oder gefangen werden, irgendwie sowas. Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Irgendwo dort, aber ich... Okay. Haben wir hier vielleicht einen Trank, der uns da hilft? Blau... Grün. Soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Ja, mach du mal. Andererseits, was soll schon passieren? Richtig. Oh, toll, du änderst die Farbe. Nichts. Schön. Dann... Rot. Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch kein Alkohol trinken. Ja, dann den blauen. Geht wieder. Hofft man, dass ich damit dann kleiner werde. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Ja. Schnaps gesucht. Hey. Yes. Alles wird größer. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Ja, dann. Also schön. Der Weltvergrößerungstrank. Ah, ja. Kannst du jetzt da rein? Ich bin beinahe klein genug. Ah, okay, also reicht noch nicht. Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Das ist aber doof. Ich bin beinahe klar. Das ist die Kristallkugel aus der Zauber... Na gut. Ja, dann würde ich sagen, das hier ist eigentlich eine ganz gute Stelle, um jetzt hier einen Cut zu machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einfach einen Daumen hoch da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich vermute mal, dass wir dann irgendwie die Möglichkeit bekommen, da reinzukommen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, macht's gut.